willkommen zu einem weiteren Vlog About Me. Ja, langsam habe ich das Gefühl, immer wenn ich einen Vlog About Me mache, dann geht es ja irgendwie nur darum, dass ich meine Bude umbauen will. Und dem ist auch so. Ja, und zwar möchte ich heute diesen Schrank hier komplett auseinandernehmen. Alles, was dort drin ist, möchte ich in Kartons packen. Dann kommt das erstmal alles raus. Die Schizotanne kommt erstmal runter. Und dieser gesamte Schrank, der ja ursprünglich ein Kleiderschrank war, den werde ich nun komplett zerlegen, auseinandernehmen und dann kann der auch weg. Aber der ausschlaggebende Grund... Nochmal. Aber der ausschlaggebende Grund, dass ich das nur machen werde, ist folgender. Und zwar jetzt am Wochenende, genau genommen morgen geht's ja los, 18 Uhr bis Samstag 18 Uhr. Ein Abo-Spezial, 24 Stunden Livestream. Und zwar, weil ich die 200 Abos hier auf dem Kanal geknackt habe. Nun sind wir mittlerweile schon drüber, aber das liegt jetzt gerade mal 2 Wochen ungefähr zurück. Da habe ich die 200 Abos geknackt und das natürlich dank euch. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier überhaupt immer weiter wachsen, wachsen, wachsen und dass wir immer größer werden. Es bringt immer mehr Spaß, weil auch immer mehr im Chat... weil immer mehr im Chat los ist und das freut mich natürlich enorm. So, und deswegen kommt dieser Schrank jetzt weg, weil dann an dieser Stelle ein Sofa hinkommt, was momentan drüben im Schlafzimmer steht. Das ist eigentlich so Schlafzimmer und Wohnzimmer in einem, ja, der entspannte, chillige, gemütliche Ort. Und ja, das Wohnzimmer hier ist irgendwie zum Studio auch geworden. Ja, hier die Kulisse für Crazy Fighters. Wer den Kanal noch nicht kennt, kann ja auch nochmal oben rechts auf die Infocard klicken. Dort ist das Ganze verlinkt. Der Kanal, den ich zusammen mit meinem Arbeitskollegen Stüssi betreibe, ja, wo wir uns immer so ein bisschen duellieren. Die Kulisse steht also hier auch noch an der Seite. Und ja, hier ist dann also... mein unaufgeräumter Schreibtisch, an dem ich dann immer streame und das ist der Hintergrund, den ihr kennt. So, der wird jetzt nun verändert, denn hier kommt ein Sofa hin, weil ich im 24-Stunden-Stream ja Gäste erwarte. Es wird Zeit, dass sie jetzt Taten folgen und dementsprechend würde ich jetzt die Kamera hier so ein bisschen in die Ecke platzieren und dann lassen wir den wieder einfach laufen. Ich speede das Ganze, dann wird das alles ein bisschen beschleunigt. All das mache ich jetzt um 17 Uhr abends. Es ist kurz vor dem Wochenende. Und dementsprechend heißt es jetzt Hackengas geben. Ne? So. Und ja. Mal schauen, wie das Ganze klappt. Ich bin gespannt. Los geht's, ihr seid mit dabei. Das war der erste Streich, ja. Die 2 Türen sind abmontiert. Mensch, wie klein das auf einmal wieder alles aussieht, ne? Die Türen machen das natürlich viel, viel breiter alles. Krass. Naja, auf jeden Fall, die sind ab. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt kann ich wunderbar mit dem Sofa gleich durch. Gleich. Das ist auch gut. Genau. So, nun ist ja natürlich hier Fallgefahr und so. Gerade wenn die Katzen hier auch rumtouren. Das heißt, die müssen später nochmal in ein extra Zimmer gebracht werden. Oder ich mache das am besten gleich, bevor ich stolper. Ich bin nämlich selber so eine Gefahr für mich selbst. Und ja, das heißt, jetzt geht's hier weiter.
So, das war das. Jetzt ist der Schrank komplett leergeräumt, das heißt, jetzt kann ich anfangen, die auseinanderzunehmen. Die Regalbretter sind ja noch kein Problem, aber dann natürlich die obere und untere Platte. Aber das sollte eigentlich auch schnell gemacht sein. So, das Essen ist da. Ich habe mir einen leckeren Krok bestellt. Ja, ist jetzt kein Riesenkrok, aber ganz lecker. Ein Rib-Hack-Steak-Krok oder irgendwie so heißt er. So Barbecue-Rib-mäßig, aber da mit einer schönen Chili-Soße, extra paar Jalapenos da drauf. Noch eine Cola dazu bestellt. Und ja, das heißt, eine kleine Pause einlegen. Die oberste Platte ist jetzt schon komplett gelöst. Das heißt, der nächste Step ist gleich, die abzunehmen. Dann das Ganze einmal zu kippen, um dann auch unten die Elemente abzuschrauben. Ja, das war es dann im Prinzip. Dann verfrachte ich das erstmal alles in den Flur und in das Extrazimmer. Dann ist hier die Wand komplett frei und dann ist der nächste Schritt halt das Sofa komplett hier rüber zu schleppen. Mache ich ja nur alles alleine. Das heißt, ich muss es dann so ganz langsam über den Boden ruckeln, bis es dann hier ist und platziert ist. So, und dann mal sehen, ob ich dann wirklich noch komplett zu Ende mache heute. Dass ich hier noch alles picobello aufräume und noch beleuchte und dekoriere und so. Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ja, das mache ich gleich. Für euch ist natürlich ein kleiner Schnipser und dann geht es auch direkt schon weiter. So, das ist geschafft. Das Regal, der Schrank, wie auch immer, die Kommode, ist komplett abgebaut und ist jetzt schon mal in den Flur bzw. in das Extrazimmer transportiert worden. So, das heißt, jetzt ist der Platz, um hier einfach ganz entspannt das Sofa anzustellen. Das werde ich jetzt machen und ich denke mal, dann ist für heute erstmal Schluss. Voila! So, das Sofa steht und ich denke mal, dabei kann man es auch heute belassen. Ja, wie gesagt, den Rest werde ich dann ohne euch erledigen. Da lasst euch absolut überraschen. Am Freitag, also morgen, geht es dann los. 18 Uhr startet der Livestream. Und dazu jetzt noch ein paar Worte. Was habe ich für diesen 24-Stunden-Livestream mir vorgenommen? Was habe ich geplant? Damit man natürlich auch irgendwas macht in den 24 Stunden. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Besuch wird wohl da sein. Shizu-Charaktere werde ich jetzt einfach auch mit einbauen. Und Freunde der Nacht, wir machen es einfach, würde ich sagen, auch wenn keiner dafür gestimmt hat. Aber der letzte Livestream, der spricht einfach dafür, dass man auch Funny Games mit einbaut. So, und da schauen wir einfach mal. Die Abwechslung macht es ja dann, ne? Wir spielen dann nicht durchgehend Funny Games, nicht durchgehend
Shizu-Charaktere oder so, sondern immer wieder etwas von diesen Elementen. Außerdem hatte ich auch in einer meiner Streams ja angekündigt, ich werde mich nochmal an dem Führerscheintest machen. Also das werde ich auch nochmal machen in den 24-Stunden-Livestream, einen Führerscheintest. Ich werde mir auch nochmal ein paar crazy Challenges ausdenken, die ich dann live machen werde. Mal sehen, was mir da noch so einfällt. Ich überlege mal noch weiter, was mir noch so einfallen wird. Also ich hoffe und denke, davon bin ich überzeugt, dass es wieder ein buntes, unterhaltsames Programm wird und wir wunderbare 24 Stunden miteinander haben. Irgendwann in der Nacht werde ich mich dann mal wieder für 3 Stündchen aufs Ohr packen. Passt ja dann jetzt hier, dass das Sofa hier steht. Natürlich läuft der Stream weiter, klar. Und da gönne ich mir dann mal eine kleine Pause. Das werde ich dann nachts machen, wenn dann eh nicht mehr so viel los ist. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid morgen mit dabei. Ja, ab 18 Uhr starten wir und das ist mein Dankeschön an euch, dass mittlerweile über 200 Abos hier zusammengekommen sind. Das ist wirklich für mich persönlich ist es eine tolle Leistung, also nicht von mir, sondern es ist ein tolles Ergebnis, sagen wir mal so. Und das freut mich einfach sehr, macht mich sehr stolz, auch dass ihr alle dabei seid und ihr seid echt, also ich könnte mir keine bessere Shizu-Gang wünschen, das meine ich ganz, ganz ernst. Es sind unter euch keine Idioten dabei, wo ich sage, so, wenn derjenige irgendwie im Chat auftaucht, dass ich denke, so, oh nee, nicht der oder die schon wieder so, ne? Nein, ihr seid alle unterhaltsam, ihr bereichert, jeder einzelne von euch bereichert diesen Kanal und die Streams und ohne euch wären die Streams eh öde und langweilig, ne? So, ihr bringt die gewisse Würze mit rein und deswegen vielen Dank an euch allen. Aber da werde ich das eine oder andere Wort auch morgen nochmal drüber verlieren. Jetzt einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, gute Nacht, ich weiß ja nicht. Was auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. So, jetzt ist auch Schluss. Genug geredet. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Ciao.